Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende und habt die freie Zeit genossen, habt auch ein bisschen Zeit gefunden, LS zu zocken. Ja, heute gab es auf jeden Fall wieder Arbeit von Giants und zwar gab es 9 Updates und 14 neue Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Nils, Tommy, Fabi, Lorenz, Frank, I Love Fußball, Mäuler TV, Georg, Uwe und Kanal Alex für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir natürlich mit den Updates und das erste Update kommt für die Karte Goldcrest Valley von Cellobuki. Downloadgröße 148,89 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Sammlerstücke hinzugefügt, Schweinestall hinzugefügt, Schafstallzaun ist jetzt verkaufsfähig, nicht verkäufliche Schuppen am Schafstall entfernt, Farmschäume ist jetzt verkaufsfähig, die Grundstücksgrenzen sind jetzt Teil des Bauernhauses, damit sie verkauft werden können, fehlender Bahnsteig an der Holzladestation des Zuges hinzugefügt, entfernte Holzstapel und geparkte Autos, fehlender Betonboden an der Tankstelle behoben oder hinzugefügt, reduzierter Preis von BGA und Bunkersilo hinzugefügt, Geländeverformung auf der Straße bei der Molkerei behoben, der Boden in der Scheune der Hauptfarm wurde repariert, Textur von Beton ersetzt, Vorsicht, es gilt zu beachten, ein neues Safe Game ist erforderlich. Das zweite Update kommt für den Seppi MS9 Base von Agrar Design Austria, Downloadgröße 6,18 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Moddesk-Version erhöht, Sound geändert und kleine Fixes. Der Hürlimann H488 vom MTL Modding Team kriegt das nächste Update, Downloadgröße 10,49 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Scheibenwischer funktionieren nun, Animation des Schaltvorganges behoben. Als nächstes haben wir den Rapide 8400W von Mantrit, Downloadgröße 13,09 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Problem beim Ändern der Designfarben behoben. Das nächste Update ist für den großen Wassertank von Flasti94, Downloadgröße 1,74 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Verbesserte Store-Image und Mod-Icons, reduzierte Kosten zum Befüllen von Tankwagen, erhöhter Gesamtpreis des Objekts, um die Reduzierung der Füllpreise auszugleichen, verbesserte Objektplatzierung. Das nächste Update kommt für das Shed Solar Panels Paket, und zwar heißt dies übersetzt die Unterstände mit Solarzellen, von Matei Mods, Downloadgröße 7,52 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Kleine Schuppen wurden hinzugefügt, kleinere Korrekturen, Metallunterstände hinzugefügt. Weitere Platzoptionen für Honigpaletten von MR Hector kriegt das nächste Update, Downloadgröße 0,19 MB jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Fehler im Protokoll nach 1.4 Spielaktualisierung behoben, Option für 16 oder 32 Paletten hinzugefügt. Das Karlbacher Winter Equipment ist die nächste Mod, welche ein Update bekommt von ITS, Downloadgröße 18,21 MB, jetzt in der Version von 1.1.0.3 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Syntrack-Anbauten, KF1050 und STS300 mit Syntrack-Dock hinzugefügt. Und wir kommen zum letzten Update, und zwar kommt dies für die Avant Series von ITS, Downloadgröße 44,33 MB in der Version jetzt von 1.2.0.3 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Hinzugefügt Big Bag Haken, hinzugefügt Option für Straßenbeleuchtung, hinzugefügt Option für Rundumleuchten, geändert Original FS19 Avant Motorsound wieder eingebaut, gefixt Displaybeleuchtung schaltet sich ab, wenn Zündung aus.
Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt diese Lizard Altes Fahrrad, kommt von Eric Isaac und AgroMods, Downloadgröße 2,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Kommt standardmäßig mit einer Leistung von einem PS, 30 Liter Tankfüllmenge, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 250 Kilo. Der Preis 400 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Nein auf Ja, und da wird also ein Gepäckträger angebaut. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser großen Farbpalette, und die Designfarbe, was den Gepäckträger betrifft, kann aus derselben Farbpalette gewählt werden. Ich finde es schon erstaunlich, dass ein Mensch ein PS aufbringen kann und dazu noch auch 30 Liter Brennstoff braucht. Ja, der Brennstoff müsste dann wahrscheinlich eher in Wein, in Form von Wein oder Bier dann sein. Einfach aufsteigen und los geht's. Man muss den Motor anlassen, ob schon es optisch oder akustisch keine Funktion gibt. Aber auf jeden Fall ist dieses schöne Fahrrad. Kann man auch noch Licht einschalten. Die Hupe ist auch ganz cool. Das ist also dieses Fahrrad. Die nächste Neumod ist das Lizard Electric Dicycle. Kommt ebenfalls von Eric Isaac und AgroMods. Downloadgröße 0,87 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ja, und dieser kommt mit einer Leistung von 30 PS. Hat einen Elektromotor mit 30 Kilowattstunden. Maximalgeschwindigkeit 40 km/h. Gewicht 460 Kilo und kostet 5000 Euro. Die Reifenvarianten können geändert werden von Standard zu 2 und zurück. Leider gibt es hier keine Farboptionen. Aufsteigen, Motor anlassen und los geht's. Das ist die Hupe. Gibt es auch Licht? Ja, Licht gibt es auch. Wir kommen zu etwas Handfesterem, und zwar die International 86 Series von Julian F. Modding, Downloadgröße 14,63 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kleintraktor standardmäßig mit einer Leistung von 95 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 140 Litern, 35 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 7,1 Tonne und kostet 54.700 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Michelin und Michelin. Und zwar ist das hier die Vierrad- oder die Zweirad angetriebene Version. Dann gibt es hier Row-Crop-Reifen, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Und dann gibt es auch noch die Doppelbereifung. Die Kabinenausstattung kann geändert werden von Standard Schwarz zu Red Edition, zu Western Premium Edition und zurück zu der Standard Schwarz. Der Auspuff kann geändert werden von Standard zu Edelstahlrohr. Anbauten gibt es Nein oder Gewicht 400 Kilo, 600 Kilo oder die Quickie-Konsole. Beides zusammen geht also nicht, entweder oder. Bei der Motorenausführung haben wir den 886 mit 95 PS, den 986 mit 117 PS, den 1086 mit 146 PS und den 1486 mit 162 PS. Und zu guter Letzt haben wir noch die 1586er Version mit sage und schreibe 179 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß und Rot und betrifft hier vorne dieses Teilchen hier. Wir kommen zum Lizard SV3. Dieser kommt von David MTS AM Modding, Downloadgröße 7,28 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Miststreuer für den Trauben- oder Olivenhain mit einem Ladevolumen von 3,5 Kubikmeter, einem Gewicht von 860 Kilo, Streuweite 3,6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 12.000 Euro. Wir kommen zu etwas Größerem, und zwar das Versatile Delta Track Pack von Julian F. Modding, Downloadgröße 34,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies das zweite Versatile Pack. Diesmal ist es die getrackte Version, also mit den Bandlaufwerken. Wir haben drei Versionen, einmal 2012 bis 2016, dann 2017 bis 2021 und dann haben wir noch die brandneue Version, die 2022er Version.
Wir starten mit der 2012 bis 2016er Version. Dieser kommt standardmäßig mit 470 PS, wird lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1298 Litern, 132 Litern DEF. Maximalgeschwindigkeit liegt bei 40 km/h und wiegt 20,2 Tonnen. Der Preis 261.000 Euro. Hier gibt es die Ausführung, und zwar US oder australisch. Bei der Kabinenkonfiguration gibt es entweder nein, dann Teppich, Seatalk Icon Terminal. Jegliche Kombinationsmöglichkeiten werden hier durchgespielt. Anbauteile gibt es Standard oder 1800 Kilo Frontgewicht. Dann gibt es eine Heckzapfwelle oder beides. Der Dreipunkt kann natürlich hinten auch noch hinzugefügt werden. Dann gibt es hier ein GPS-System, und zwar einmal ja oder nein. Vorsicht, dieses GPS-System beinhaltet nicht, dass Guidance Steerance eingeschaltet wird. Das ist rein optisch hier ein kleiner Bildschirm, der sich hier aktiviert. Die Motorenausführung, da haben wir den 450er DT mit 470 PS, den 500er DT mit 521 PS, den 550er DT mit 574 PS und zurück geht's zur ersten Version. Die 2017er bis 2021er Version unterscheidet sich im Prinzip nur in den Leistungsmerkmalen. Und zwar kommt diese hier mit der Motorenausführung 520 DT mit 573 PS, den 570er TT mit 628 PS, den 610er DT mit 655 PS und zurück geht's zur ersten Version. Alles andere bleibt genauso wie schon gesehen. Und zu guter Letzt natürlich noch die aktuelle Version, und zwar die 2022er Version. Diese kommt standardmäßig mit 583 PS und dies ist der Motor 530 DT. Der 580er DT hat dann 638 PS, den 620er hat 665 PS und dann geht es wieder zurück zur ersten Version. Wir kommen zum Fliegel Duo, kommt von Agrardesign Austria, Downloadgröße 3,9 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das ein Silageverdichter. Dieser kommt mit dem Gewicht von 750 kg, einer Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 5 km/h und kostet 4.000 Euro. Das Design kann geändert werden zwischen Design 1 und Design 2. Dann kann ein Schutzbügel mit Plane hinzugebaut werden. Ja oder nein? Die Hauptfarbe kann geändert werden zwischen Rot und Verzinkt und betrifft die mechanischen Teile. Ja, das war's dann auch schon zu diesem Silageverdichter. Wir kommen zum GL860 Multisetzmaschine von Tethys Datturn. Downloadgröße 10,23 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine umgebaute Kartoffelsetzmaschine und diese kann nun verwendet werden für Kartoffeln, Zuckerrohr und Pappeln. Kommt mit einem Ladevolumen von 16 Kubikmetern, wiegt 6,8 Tonnen, braucht 170 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 129.500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Palette hier. Und das war schon zu diesen Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Krampe Bandit 800. Dieser kommt von Kyosho. Downloadgröße 10,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Rollbandwagen mit einem Standardvolumen von 28,4 Kubikmetern, wiegt 11,3 Tonnen und kostet 69.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von 28.400 zu 38.000, dann 38.000 mit einer Abdeckung. Dann gibt es die 42.850er Version und diese gibt es auch mit Abdeckung. Dann geht es runter auf die 29.000er Version inklusive der Abdeckung und dann geht es zurück zu der ersten und Standardversion. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein, Michelin und BKT. Dann beim Design gibt es Standard, Unterfahrschutz hier oder nein, wieder zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot, Orange, Grün und Schwarz. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Grau, Weiß und Chrom. Wir kommen zum Class Jaguar 960-990 TT Pack. Dieser kommt von Togavido. Downloadgröße 13,19 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit dem kompletten Set für den Class Jaguar.
Dieser kommt standardmäßig mit 653 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1350 Litern, 130 Liter für DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, der Ladespeicher ist bei 20 Liter, wiegt 17,9 Tonnen und kostet 584.885 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Friedestein. Die Reifenvarianten gehen natürlich nicht durch. Heckleuchten gibt es Standard. Dann gibt es die Heckleuchten in der V-Form. Heckleuchten beidseitig und zurück zu Standard. Dann gibt es Frontblitzer und zwar ohne und dann mit Frontblitzer. Das sind diese kleinen Teilchen hier. Dann gibt es die Standardscheiben oder die getönten Scheiben. Typenschild gibt es Standard, die 40.000er Edition und zurück zu Standard. Motorenausführung gibt es den 960 Tatra Track mit 653 PS und die 990er Version mit 925 PS. Entladerohr kann natürlich gewählt werden zwischen Standard und dem langen Entladerohr. Die Hauptfarbe kann gewählt werden von dieser erweiterten Standardpalette. Die Zweitfarbe, was dann der obere Teil betrifft, kann ebenfalls aus derselben Palette gewählt werden. Die Interieurfarbe kann natürlich aus derselben Farbe ausgewählt werden. Und natürlich bleibt noch die Felge. Und da können wir natürlich auch zum Beispiel Glas Weißchrom hinzufügen. Als weiteres kriegen wir den Pickup 300. Das ist wahrscheinlich sehr Standard, außer dass hier die Maximalgeschwindigkeit auf 15 km/h erhöht worden ist. Wir haben dann zusätzlich noch den Orbis 900. Dieser kommt mit einem Gewicht von 4 Tonnen, braucht 750 PS, hat eine Arbeitsbreite von 9 Meter, 7 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und kostet 120.000 Euro. Wir kommen zum Tieflader mit 16 Reifen von Japan Modding. RX05, Downloadgröße 25,41 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Tieflader mit einem Standardgewicht von 12,4 Tonnen. Sieht so aus. Das ist also, hinten sind das praktisch Walzen, die da drauf sind. Kostenpunkt 28.000 Euro. Es wird der Hinweis gemacht, dieser Anhänger hat eine sehr, sehr geringe Bodenfreiheit. Daher ist Vorsicht geboten auf unebenen Straßen. Rampenkonfiguration gibt es hier Rampe Typ 1, Typ 2 oder keine Rampe. Es sei darauf hingewiesen, wenn keine Rampe gewählt ist, muss man die zusätzlich im Shop dann kaufen. Daher würde ich jetzt mal sagen, würde ich den Rampentyp Nummer 2 wählen. Schmutzfängerkonfiguration gibt es Typ Lizard, Typ 2 Lizard, T-Rex und so weiter, gibt es verschiedene Versionen. Nummernschild kann natürlich hinzugefügt werden. Fahrgestellfarbe kann geändert werden aus der Standardpalette und betrifft natürlich das ganze Chassis. Rampe Typ 2 Farbe kann gewählt werden und da wählen wir, um es zu sichtbar zu machen, mal Pink. Dann die Felgenfarbe kann natürlich gewählt werden aus der Standardpalette. Ja, das war's mit diesem Anhänger hier. Da gibt es hier jeweils noch verschiedene Rampentypen, die natürlich hinzugenommen werden können. Und zwar gibt es hier drei verschiedene Versionen. Alle drei von diesen Versionen wiegen unter oder bis zu 200 Kilo, das heißt, die können manuell bewegt werden und dann auf dem Tieflader befestigt werden. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Schaumann Tierfutter. Diese kommt von Z84, Downloadgröße 1,81 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar bringt dies natürlich vier verschiedene Paletten mit in den Shop. Einmal Schweinefutter, Hafer, Weizen oder Mineralfutter. Wir kommen zum Werkstattpack. Dieses kommt von Fuzo, Downloadgröße 19,64 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools. Da gibt es drei verschiedene Werkstätten. Einmal diese hier, 10.000 Euro zum Platzieren. Dann gibt es diese hier, die ist dann 5.000 Euro zum Platzieren. Und dann gibt es noch die kleine Werkstatt für 1.500 Euro zum Platzieren. Unterhaltskosten pro Tag liegen zwischen 1 und 50 Euro. Natürlich sehr detailliert gemacht. Wunderbar. Ich habe gehört, dass der Slot-Count für diese hier sehr, sehr hoch sei. Ich kann es nicht bestätigen, weil ich selber keine Konsole habe.
Wir kommen zu der Saatgutproduktion von Andreas K85 vom Deutsch-Schweizer Agrarservice. Downloadgröße 2,92 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Das ist also diese Anlage hier. Kostenpunkt zum Platzieren 25.000 Euro. Unterhalt pro Tag 50 Euro. Hier kann produziert werden aus Weizen oder aus Gerste, kann hier Saatgut produziert werden, und zwar mit Eingabe von 250 Einheiten jeweils, und dann gibt es auch jeweils 250 Einheiten an Saatgut. Ist auf jeden Fall gedacht für die kleinere Farm, wo man eben dieses Saatgut selbst erstellen möchte. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod, und zwar heißt dieses Farmhaus. Kommt von Carol, Downloadgröße 16,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieses Farmhaus hier, Kostenpunkt zum Platzieren 25.000 Euro, Unterhalt pro Tag 10 Euro. Ist halt ein Farmhaus, welches man nicht betreten kann. Und damit haben wir auch schon alle Mods von heute uns angeschaut. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allerseits eine wunderschöne Woche. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne den Daumen da. Möchtest du keine weiteren Videos zu den Mods und auch andere speziellen Sachen nicht verpassen, dann hol doch gerne dein Abo ab. Ich sage nochmal, eine gute Woche an alle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und kommentiert mir doch, welches ist deine Favoritenmod von heute? Dann sage ich danke, tschüss und hasta luego.